Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem Part The Order 8086. Ich bin es, euer Dem Surfix. Wir ballern uns fröhlich munter durch die Horden der Indian Company hier. Mädel? Ja, gut, du zündest hier schon wieder rum. Wir haben beim letzten Mal was ganz Schönes entdeckt, und zwar, dass hier die Lieben der Indian Company hier was ganz handgerechtes, nettes verschickt. Ja, was jeder eigentlich in seinem Reisepack haben sollte. Nämlich fucking nochmal Vampire! Ich verstehe gar nicht, wie die da reinbekommen, aber das ist ja was anderes. Oder warum die so? Ach, ich will ja gar nicht drüber nachdenken. So, ja Leute, zumindest Vampire sind hier. Und wir zündeln jetzt hier gerade ein bisschen. Ah, der hat den Pumpkin-Typ aufpassen. So, wir zündeln hier gerade ein bisschen rum und fackeln die Bude ab, damit diese verdammten Vampire hier nicht rauskommen. Denn wir haben eh schon hier genug Probleme. Und mit Vampiren, das sieht so ein bisschen schlechter aus. Langsam können wir verstehen, warum hier die Rebellen so aktiv sind, und ich schätze mal. Oh nein. Nein. Nicht der Typ schon wieder. Au. Oh, endlich. Bam! Zurückgeschlossen. So. Sekundärfeuer ist eigentlich so uneffektiv, Mann. Es lohnt sich wirklich nur, wenn man einen 3 Meter langen Gang hat und die Gegner aus der Deckung hauen kann. Aber ansonsten lohnt sich das Ding wirklich kein Stück. Aber naja. So, besser als die langweiligen normalen Schießkübel, die gar kein Sekundärfeuer haben. So, finde ich eh schade. Habe ich glaube ich schon öfters gesagt. Es gibt echt coole Waffen hier in dem Spiel, wie beispielsweise die Thermitkanone oder die Bogenkanone. Wirklich fantastische Waffen, aber leider hat man diese wirklich viel zu wenig in dem Spiel. Aber naja, was soll man tun? Dann holen wir die uns halt mit Gewalt. Zack, zack, zack. Knackbruch, weg mit dir. So, haben wir's? Das war die letzte. Sieh zu! Lilkana! Okay, nachgeladen. Au! Was? Hä? Was war denn das? Au! Ach so, super. Ich denke mir, sind es Granaten oder so. Aber nee, Lykana natürlich, was sonst? So, okay, erstmal kurz Leben regenerieren. Aua. Komm wieder von der Seite, oder? Aua. Ah, ich will nicht mit der Gassi gehen. Drecksviech. So, wir machen das jetzt anders. Au. Tot. Ja, tot. Verdammt. Wo ist meine Freundin? Nein. Ich weiß immer noch nicht ihren Namen. Isabel. Nein. Verspiegelt, glaube ich. Aber egal, wo zur Hölle ist die hin? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt auch mal hier. Ganz fröhlich munter durch die Gegend. La la la. La 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 la. So. Stellen wir uns jetzt mal so hin, an einen offenen Platz. Weil dann kann man nämlich was anderes machen. Und zwar so. Ah! Warum musst du jetzt nachladen? Oh. So. Zack. Kommt her. Aua. Das war irgendwie. Eigentlich war das eine super Idee. Dass die. Autsch! Ich dachte, die macht immer eine Sprungattacke. Ah, wie ich agile Gegner hasse! Dreckschwig! So. Schnell, 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 schnell. Zack! Und Messer rein! Weg mit dir! Aber eigentlich ist das eine gute Idee, wie wir das gerade gemacht haben. Au. Oh, wenn er nicht unfair ist und cheatet. Minus eins. Minus eins, ja. Fehlt noch der andere. Und dann hier immer mit dem Sekundärfeuer der Waffe draufschießen. Das ist echt ganz schön effektiv gegen die. So. Kleiner, weg mit dir. War's das? Das macht zwei.
So, das Leben sieht wieder ganz gut aus. Und hier drüben ist eine Tür. Ja, die Rebellen. Debbie, bin ich froh, deine Stimme zu hören. Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen. Sofort, Rani. Gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Hier ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig. Dieser Horror muss dem Rat berichtet werden. Überlegen Sie, Ritter. Die Kompanie konnte das nicht ohne mächtige Freunde in der Regierung schaffen. Sie haben gesehen, wie ihre eigenen Ränge infiltriert wurden. Wenn das so ist, hätte ich doch Verdacht. Es ist nun ein Krieg gegen die Halbblüter. Sie nutzen das vereinte Indien, um auf der ganzen Welt Schrecken zu verbreiten. Sie müssen uns helfen. Ich bin ein Ritter. Ich diene dem Schutz des Empires, nicht seinem Sturz. Trauen Sie niemandem. Leben Sie wohl, Ritter. Hätten wir uns nur unter anderen Umständen getroffen. Wo finde ich sie? Flüstern Sie meinen Namen in Whitechapel und ich werde da sein. Gray, was in aller Welt ist los mit dir? Nicht jetzt, Izzy. Bleib sofort stehen. Ich habe dich in Whitechapel gesehen. Was? Du bist mir gefolgt? Ich hab mir Sorgen gemacht. Nach der Schlacht auf der Brücke bist du wie ein Irrer abgehauen. Du weißt nichts. Weniger als nichts. Ist das eine Art heimliche Infiltrierung? Hast du das etwa vor? Jetzt ist keine Zeit. Gray, was ist mit dir los? Nein. Seit Mallorys Tod schaue ich dich an und sehe... Und? Was siehst du? Ich weiß nicht. Einen Fremden. Bei dem ich nicht weiß, ob ich ihm trauen kann. Was immer es ist. Herrgott, sag's mir. Nicht jetzt, Izzy. Du solltest mir aus dem Weg gehen. Zu deinem Wohl. Sie, holen Sie General Lafayette und bringen Sie ihn in die Bibliothek. Die Verschwörung reicht bis ins Zentrum des Rates. Diese Behauptung ist monströs. Ich glaube sie nicht. Wenn der Lord Kanzler es mir erlaubt, kann ich beweisen... Ich glaube es nicht. Und ich will nichts mehr von diesen abstrusen Verdächtigungen hören. In all den Jahren, die ich deinen Vater kenne, habe ich ihn nie so stur erlebt. Deine Anschuldigungen betreffen das Herz des Empires. Ich fürchte, noch so einen Schlag wie Mallorys Verlust wird er nicht ertragen. Er muss nur zur Blackwall-Werft gehen. Hast du einen Beweis? Alles ist völlig vernichtet. Ein klarer Fall von Brandstiftung, sagt Commissioner Doyle. Offenbar wurde ein kleiner Trupp Rebellen auf den Docks gesehen. Es war ziemlich... Welches Wort benutzt der Commissioner so gern? Ah ja, elementar. Und was glaubst du? Ich habe keine Meinung. Wenn du willst, kann ich versuchen, den Lord Kanzler zu überzeugen, die Sache vor den Rat zu bringen. Wenn wir tatsächlich einen Verräter in unseren Reihen haben, werden die Verschwörer sicher davon erfahren. Was schlägst du vor? Wir brechen im Schutze der Nacht in das Vereinte Indienhaus ein. Dort finden sich ganz sicher Informationen, die etwas Licht auf die Ereignisse der letzten Tage werfen. In das Hauptquartier der Kompanie einbrechen. Du bist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Mallory. Drastische Umstände erfordern drastische Maßnahmen.
Ich brauche deine Hilfe, Alistair. Ich halte es wohl kaum für angemessen, wenn der Ritterkommandant... Du bist mit dem Gelände vertraut. Ich brauche deine Hilfe, um mich im Vereintes Indienhaus zurechtzufinden. Wenn wir eine Verschwörung entdecken sollten, wird deine Aussage deinen Vater überzeugen. Also gut. Aber wir beide allein werden nicht in das Gelände eindringen können. Wenn es stimmt, was du sagst, dann können wir nur wenigen trauen. Meiner Schwester? Lafayette? Ohne Beweise darf ich sie da nicht reinziehen. Wer dann? Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Ich danke dir, Bruder. Nähern uns dem Vereintes Indienhaus. Ich nehme an, wir gehen nicht durch die Vordertür rein. Keine Sorge. Ich habe unser Eindringen gut vorbereitet. Der Zugang auf das Gelände erwies sich als etwas schwieriger als geplant. Wir sind da. Hintereingang zum Gelände? Könnte man sagen. Ja, Leute, dann schauen wir mal, was uns da denn erwartet. Einiges ist ja nun geschehen hier. Und so langsam befürchte ich hier, dass der Grayson Galahad 4, wie man ihn auch immer nennen will, hier ganz schön tief in die Sache mit reingeht. So, Londoner Nacht. Sieht auch wieder fantastisch aus hier. Wir brauchen immer ein paar Panoramablicke hier. So, übrigens auch hier sehr geil, Leute. Ihr seht es, wie die Kleidung hier nass wird. Also, wenn man hier... Ach, schade, dass man nicht gescheit ranzoomen kann. Aber man sieht es, Leute. So, sieht hier schon fantastisch aus. Also, Leute, Texturen der Extragüte. So, dann schauen wir mal, was hier unser Freund hier so plant. Dass wir echt hier einen Verbündeten finden, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, alle halten uns sofort für verrückt. Die Wahrheit kommt ans Licht, Sebastian. Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Okay, du planst hier irgendwas. Ach, das ist mir wurscht. Waffen. Da. Keine Waffe. Irgendwelche Fotos schon wieder hier. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Okay, interesting. So, dann schauen wir hier nochmal weiter, ob wir hier noch irgendwas Spannendes finden. So, hier. Ah, das sieht doch mal interessant aus. Eine Armbrust, oder? Sexy. Leute, die will ich mitnehmen. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Guter Plan, mein lieber Lucan. Lucen. Lucadore. Ihn nenne ich Lucadore. Das gefällt mir hier. So. Hallöle. Jemand da? Wer will man da? Oh, nee. Runter wollen wir nicht. Wollen wir runter? Kann man da runter gehen? Ach, egal. Keine Lust hier auf irgendwie schöne Sachen schauen. Wir haben keine Zeit für schöne Sachen. Wir müssen jetzt hier erstmal wieder Beweise suchen. Ach Leute, hätte er nicht irgendwie so einen von den kleinen, süßen Lykaner nicht irgendwie mitnehmen können? Wäre es dann genug Beweis gewesen? Ich habe ja das Gefühl, dass hier der Großkanzler hier, dass der Lordregent, wie auch immer heißt, dass er ja selbst hier mit drin verstrickt ist. Ich denke, es ist ziemlich deutlich. Also so, wie er sich schon gewehrt hat hier, sagt, nein, sowas geht ganz sicher nicht. Da war es ja hier fast schon klar, dass der irgendwas damit zu tun hat. So,
Komm. Hopp. Hopp, 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 hopp. Das war knapp. Ein wenig zu knapp. Ah, oh, Leute, die Aussicht. Wer braucht das echte Leben, Leute? Der Order 8086 sieht schön aus. So. Was machst du da? Achso. Ja, ich beeil mich schon. Sorry. Geht nicht schneller. So. Zack, zack. Oh, Leute. Wie aus einem Wallpaper. Wirklich. So. Alle, hopp. Francis Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich. Er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Ja, Leute, wir werden hier gleich diesen schönen Ankerpunkt uns anschauen. Aber davor machen wir erst einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit der Order 8086. Bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.